Mein Name ist Andreas Fey, ich bin Diplombiologe und ich initiiere hier ein Kinder- und Jugendprojekt im Rahmen einer Streuobstwiese mit angeschlossenem Biotop und später soll auch noch eine Feldscheune hinzukommen, wo dann auch ein Raum für Kindergärten und Grundschulen als Lehrwerkstatt gebaut werden soll, wo Kinder im Grunde genommen lernen, wieder mit der Natur umzugehen, die einzelnen Tierarten kennenlernen. Und ein Teil dieses Projektes sind auch diese Bienen hier, wo wir im Frühjahr 4 Stöcke aufgestellt haben, die leider dann innerhalb von kurzer Zeit erst zweimal dem Vandalismus zum Opfer gefallen sind. Dann haben wir 2 Kästen abgebaut und die anderen beiden sind dann nochmal Opfer eines Bienenwabenräubers oder eines Wabenräubers geworden. Nach den ersten beiden Vandalismusschäden informiert, wie kann man das Ganze schützen mit einer Videoüberwachung oder mit einer Kamera. Im Netz bin ich dann auf die SECA-Cam Home Vista gestoßen, habe mich da auch noch ein bisschen informiert. Die Bildqualität war eigentlich sehr gut, habe sie mir dann besorgt. Es war auch dann innerhalb kurzer Zeit sehr erfolgreich. Wir haben also in der Halloween-Nacht, nachts um 3.12 Uhr, den Dieb, der auch schon mal eine Woche vorher da war, gefilmt. Fotografiert. Die Fotos waren so gut, dass die Polizei die dann auch letztendlich zur Veröffentlichung freigegeben hat und sie sind jetzt in allen Medien drin und jetzt hoffen wir halt, dass der Täter auch in Kürze überführt wird. Aber ein bisschen Beiwerk waren halt, weil ich auch gesehen habe, wie teilweise die Bilder waren, die jetzt nichts mit dem Wabendiebstahl zu tun hatten, sondern es waren Tiere, die vorbei geflogen sind oder auch Insekten, dass wir diese Kamera nutzen werden für dieses Kinder- und Jugendprojekt, wo die Kinder dann die Möglichkeit haben, einfach in der Gruppe diese Kameras zu installieren und am anderen Tag mal nachzuschauen, was kreucht und fleucht im Biotop. Die Bilder kann man ausdrucken, die können sie sich aufhängen. Ich finde, die Bilder sind von ausgesprochener Qualität. Tagsüber, klar, wirklich brillant. Aber ich muss sagen, selbst nachts hätte ich nicht erwartet, dass man so scharf halt die Personen erkennt, die sich dann hier in diesem Fall um die Bienenkästen tummeln.